Viel Spaß bei der folgenden Sendung. Ja, genau so ist es. Und wir haben heute den Manfred Korn hier bei mir an der Seite. Und den Raimund Diesert. Christian Rolli moderiert auch mit. Und wir haben in der ersten Halbzeit der Sendung den Dominik Planger da. Und wir sagen da, grüß Gott, hallo, wie geht es? Hallo, gut. Bisschen näher zum Mikro, danke. Gut geht's. Wir haben ein gestrafftes Zeitprogramm, möchte ich so sagen. Warum? Du hast eine CD am Start, die sich dann nennt Transalplantisch, oder wie sagt man da? Genau, Transalplantisch. Um was geht's da genau? Ja, das war eine Idee. Ich schreibe ja im Genre so Liedermacherei. Und die Liedermacherei kann man ja nicht genau stilistisch definieren. Und ich habe in meinen Liedern Einflüsse ganz viel aus dem amerikanischen Folk, aus dem englischen Folk, auch aus dem italienischen. Und diese Einflüsse hört man in meinen Liedern raus. Und ich habe mir gedacht, um das irgendwie musikalisch auch zu definieren, was auf dem Album oben ist, habe ich es transatlantisch genannt. Irgendwie durch die Alpen, über den Atlantik und wieder zurück. Das heißt, du kommst von wo, wenn man das fragen darf? Aus dem Finchgau, aus Südtirol. Das heißt, du sprichst Italienisch auch? Auch. Oder? Ja. Das heißt, du hast mehrere Sprachen, die du beherrschst. Deutsch, Italienisch, vielleicht Englisch, Französisch durch die Schule? Als Südtiroler beherrscht man eigentlich nur den Südtiroler Dialekt, richtig. Okay. Also, aber sonst ist alles sehr akzentgeprägt. Tja, wir hören mal aber gleich rein. Du hast CD wann veröffentlicht? Die ist eigentlich, wird sie offiziell, ist Release im September. Mhm, und cool. Das ist jetzt eigentlich. Das ist jetzt sozusagen ein Preview, oder genau. So sagt man da, ja? Ja, genau. Aber du bist auf Tour auch damit, oder? Im Herbst dann auf Tour und jetzt haben wir eine Vorpremiere im Theater am Spittelberg nächsten Donnerstag am 4. Juni. Wo, wann bitte ganz genau? Am Spittelberg? Gibt es da schon irgendwas im Internet drüber zu finden? Ja, schon auf meiner Homepage www.dominikblanger.com. Also Planger.com, genau, Dominik, ja. Nicht Domme, sondern Dominik. Dominik, Vorsicht, ja, aufpassen. Genau. Ja. Blanker steht, mit Doppel-G. Steht sowieso alles auch auf wakeuparange.com. Und eine Nummer spielen wir gleich, die nennt sich Weltverdruss. Ist das so eine düstere Nummer, so eine mythische Nummer vielleicht? Ja, das ist eigentlich ein Traditional, ein Lied, ein Volkslied. Und ich habe das ins Programm genommen, weil es irgendwie von mir der Weltverdruss definiert, irgendwie den deutschen, das deutsche Wort für Blues. Mm-hmm. Just the blues. Ja, Weltverdruss. Ich hab keine Mutter mehr und auch kein Vater mehr. Keine Schwester, kein Bruder und kein Freund. Bin ein verlassenes Kind, so wie der Rollmundwind. Ich bin's der Weltverdruss, so's mich nennt. Bin ein verlassenes Kind, so wie der Rollmundwind. Ich bin's der Weltverdruss. Soms mich nennen. Ich soll mich lustig fühlen und soll zum Tanz aufs Spiel. Ich bin ja nur ein Musikant. Der andere kränkt sich dort, der andere schint sich wund. Wer einmal herzkrank ist, wird nimmer gesund. Der andere kränkt sich dort, der andere schint sich wund. Wer einmal herzkrank ist, wird nimmer gesund. Weil mich keiner mag,
greif ich zum Wanderstuhl. Ich treib's in die Welt, mir lässt keine Ruhe. Da weil mein Gang nu klingt, da weil mein Herz nu springt, solange trug ich nu, aber dann nicht nur. Da weil mein Gang nu klingt, da weil mein Herz nu springt, solange trug ich nu, aber dann nicht. Wenn's Geigerl nimmer klingt und's Herzl nimmer springt, dann wär's der letzte Gruß vom Weltverdruss. Ich glaube, das war jetzt aber zum Schluss nicht ihr. Ich glaube, das waren die... Die Kehrer, oder wie heißt? Kernburm, genau. Okay. Ich glaube, Manfred, da kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen. Eigentlich die erste Boytrupp Österreich. Ah, okay, ja, ja. Wie sind eigentlich die Idee entstanden, dieses Lied zu übernehmen? Ja, das war lustig. Das Lied habe ich kennengelernt vom Bernhard Dragut. Von den Rucki Zucki Balmen Combo. Und der macht das auch im Programm und ich habe mir gedacht, ja, das ist einfach ein tolles Lied. Das ist irgendwie, ja, der Blues, unser Blues, den wir haben. Und ehrlich, wie würdest du ehrlich deine Musik beschreiben? Ja, das ist total schwierig irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Wenn man dich ehrlich beschreiben müsste, ich würde dich in die Schublade G-Musik einordnen. Okay, ja. Gute Musik. Ah, okay. Ja, ich versuche es halt so gut, wie es mir möglich ist, zu machen. Ja. Was mir ehrlich auffällt immer wieder bei dir, du magst ehrliche Musik, kein Computer dabei. Wie legst du darauf Wert? Ich lege sehr Wert darauf. Also ich bin ein Akustikfetischist und ich mag es, wenn es richtig akustisch ist. Ich habe schon auch eine Pedal-Steel oben, die natürlich elektrisch verstärkt wird, aber alles, was dann sehr ins Popmäßige geht oder verzerrte Gitarren oder so, bin ich nicht mehr der Freund davon, obwohl ich auch auf Heavy Metal gestanden bin und so, aber vor allem meine eigene Musik habe ich das gefunden und möchte das auch so machen. Aber das heißt nicht, vielleicht stehe ich ja in 10 Jahren als DJ auf der Bühne. Also. Wir haben ja vorher schon ein bisschen kurz drüber gesprochen, das heißt, dein Almauftritt fällt dir heuer flach. Ja, bereust du das? Oder? Nein, nach dem letzten Sommer bereue ich das nicht, weil im letzten Sommer war es einfach nur kalt und es hat immer geregnet und die Alm war verwunschen und verflucht. Und, na sowas. Aber dafür hast du ein neues Geschichtel am Start, glaube ich, auch in Open Air, oder? Ja, jetzt morgen in Südtirol. Spielen wir dann auf ein Open Air. Und es sind einige Konzerte im Juli geplant in Deutschland und dann im September
auch zwei, drei in Wien und dann im Oktober geht es dann richtig los mit der Präsentation auf Transatlantisch. Das heißt, du richtest dich dann nach dem Wetter. Dazu passend hast du ja, wenn es Gott sei Dank oder bald oder hoffentlich überall wieder mal gescheit Sommer wird und nicht so irgendwo ein Mischmasch im Wetter ist in ganz Österreich, eigentlich eine passende Nummer dazu geschrieben, oder? Endlich wird es Sommer. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt 35 und habe mir gedacht, alle 35 Jahre schreibe ich einen Sommerhit. Na super, hören wir da mal rein. Endlich scheint die Sonne, was haben wir gewartet? Die Nachtigall am Abend, sie sind wieder die vertrauten Lieder. Und wieder wird es Sommer, ein Sommer mit dir. Und im Grün dieser Wiesen riecht es wunderbar. Der Morgendunst, der legt sich auf uns nieder und du sagst, du liebst mich. Unter diesem blauen Himmel, ja, der Sommer und wir. So ist das Leben leicht zu ertragen. Von einer halben Welt. Und wenn ich heut, ja, was soll ich's dir dann sagen, dass ich bei dir bleib, bis mein letzter Tag gezählt. Im Schatten dieser Bäume legt es sich so weit. Der Blick in deine Augen lässt mir keine Zweifel an uns beide zu glauben. Langsam wird es Sommer und du bist bei mir. Ich bei dir bleib, bis mein letzter Tag gezählt. Endlich wird es Sommer, was haben wir gewartet? Im Regen kühlt der Wein, heute lassen wir die Sorgen mal nicht wichtig sein. So schön wie der Sommer, so schön bist auch du. So ist das Leben leicht zu ertragen. Ein kleines Stück von einer halben Welt. Und wenn nicht heut, ja, wann soll ich's dir dann sagen, dass ich bei dir bleib, bis mein letzter Tag gezählt. Dass ich bei dir bleib, bis mein letzter Tag gezählt. Dass ich bei dir bleib, bis mein letzter Tag gezählt. Ein echter Sommerhit, kann man da nur sagen. Ich hoffe es. Ja, sicher, sicher. Vor allem, der wird dann uns die nächsten Jahre auch noch verfolgen, wenn wir immer wieder spielen, gell? Ja, so wie der Weihnachtssong. Der Last Christmas oder so meinst du? Last Christmas, sowas in Richtung stelle ich mir vor. Also nur positiv halt, verfolgen, nur halt ja? 3 Monate durchgehend, nicht nur 1 Monat. Das wäre ja schade, dann haben wir noch einige Titel mehr, die wir da spielen können auf der Heavy Rotation. Wie viele Leute sind da eigentlich bei den Auftritten, die du hast auf der Bühne? Bist du da alleine oder? Ich tritt eigentlich seit 2 Jahren im Duo auf, also mit der Claudia Fenzel an der Geige. Sie sitzt neben mir, da an meiner Rechten. Hallo Claudia. Hallo. Hey. Und bitte die Dame noch ans Mikro, Dankeschön. Ja. Die Geige, was muss man da einhalten, wenn man mit Dominik zusammenspielt? Konzentriert sein? Vollkommen konzentriert und ihm immer folgen. Er ist der Boss und
Dominik variiert gerne die Tonarten und Abläufe. Das bleibt dann immer spannend. Das, ja. Also spannend, was war der jüngste oder älteste Besucher eigentlich bei den Konzerten von Dominik? Puh, der Hannes ist ein großer Fan, oder? Der war 2 Jahre alt. Ich glaube, das ist dein jüngstes. Ja. Gut, meine Nichte auch, die kann schon mitsingen, die ist 4. Älteste jetzt in Luzern, 90, 91. Ja, genau, stimmt. In Luzern war er auch noch mit 91. Der hat allerdings ein Hörgerät, ich weiß nicht, ob er das eingeschaltet gehabt hat. Ein Lied von dir heißt eigentlich Fort von mir. Ja. Wie ist das entstanden? Das ist dann eigentlich, also der Originaltitel ist von Ray LaMontagne. Und ich habe den Titel so schön gefunden und habe den ins Deutsch übersetzt, frei übersetzt. Und das ist halt eine typische Liebesballade, eine, wo man halt verlassen wird von der Liebsten oder vom Liebsten. Und das ist halt dann so traurig und ja. Und darüber handelt das Lied, ja. Raimund, warst du auch schon mal in Südtirol? Ich liebe Südtirol. Südtirol ist ein wunderschönes Land und die Leute sind sehr freundlich und man fühlt sich dort immer sofort heimisch und man fühlt sich sehr wohl dort. Aber du warst wahrscheinlich noch nicht bei einem Konzert vom Dominik, oder? In Südtirol nicht, aber in Südtirol, in Wien. Aber auch am Berg, am Spittelberg. Spittelberg, genau. Weil die Nuschin hatten wir ja schon einmal zu Gast. Die kommt wieder. Die Nuschin war schon einmal geplant jetzt, aber die hat sich ja leider den Fuß gebrochen. Wir schicken ja alle ärztliche Genesungswünsche, aber der Termin wurde einfach verschoben. Des Spittelbergs quasi. Jawohl, sie wird sicher noch zu uns kommen und über ihr neues Sommerprogramm uns berichten. Dominik, wie ist das eigentlich bei dir mit der Sprache? Hast du in Deutschland Probleme mit dem Südtiroler Dialekt? Nein, eigentlich nicht. Es ist natürlich ein ganzes Programm im Dialekt in Deutschland zu spielen, ist schwierig. Aber ich habe ja viele Lieder im Hochdeutsch und wenn ich ab und zu ein Dialektlied einbaue in Deutschland, ist das schon interessant. Die Bayern verstehen es eh. Klar. Und weiter im Norden oben finden sie es, ja, dann ist exotisch. Es exotisch, genau. Ja. Singst du eigentlich auch? Als Südtiroler ist man natürlich in Deutschland, hat man immer gute Karten in der Hand. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Singst du eigentlich auch auf Ladinisch? Nein, Ladinisch nicht. Ne? Ich kann Ladinisch, ich verstehe Ladinisch nicht. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich meine, da müsstest du gerade von dem Gebiet sein. Genau, ja. Und, na, das gibt es eigentlich Musiker, was du sagst, mit denen möchte ich gern zusammenarbeiten? Ja, mit der Claudia Fenzel. Die mit meiner Geigerin und Freundin und Lebensgefährtin. Wie ist es eigentlich? Ist es schwierig, wenn man eigentlich miteinander Musik macht und miteinander lebt? Nein, das ist überhaupt nicht schwierig. Da fallen ganz viele Probleme weg, die man sonst in einer Beziehung hat. Man ist zusammen unterwegs, man genießt die Auftritte, die Abende, man genießt es gemeinsam unterwegs zu sein und man kann diese Erfahrungen und Eindrücke einfach zusammen teilen. Und das finde ich sehr interessant. Da fallen viele Probleme weg, die man sonst bleibt einer immer hinten und einer kommt wieder. Und ich finde es so richtig. Ich kann mir schon vorstellen, ihr könnt eigentlich alle eure Erlebnisse teilen. Genau. Das heißt, man hat immer irgendwas zum Erzählen. Auf der anderen Seite kann es natürlich, wenn es sehr stressig ist, auch einmal schwierig werden. Ja, schon auch. Aber bei uns ist es so, dass wirklich auf der Bühne und wenn wir Musik zusammen machen, da können irgendwelche Diskussionen vorher im Raum gestanden sein. Sobald wir auf der Bühne sind, geht es um die Musik und um das gemeinsame Musizieren und dann fällt alles andere weg und wir haben Spaß und gemeinsam Musik zu machen. Wie schwierig ist es bei den Fans, wenn es zum Beispiel ein Angebot kommt? Wie nehmt sie das gemeinsam eigentlich auf? Wie Angebot? Angebot? Von den Fans. Vom Group ist welches Angebot? Also, bitte. Das ist natürlich schwierig. Also Konzertbuchungen? Oder? Nein, ich meine, also gehen wir nachher auf einen Kaffee und, oder mehr. Ah ja, das passiert
Ich nicht so oft. Also ich finde das Liedermacher-Publikum, entweder ich bin so schier oder das Liedermacher-Publikum ist der. Ich bin ja auch viel mit dem Konstantin Becker unterwegs und das Liedermacher-Publikum, es ist auch ein Publikum, da gibt es jetzt irgendwie diesen Star-Hype oder diesen Star-Kult nicht. Da ist man irgendwie auch auf Augenhöhe mit dem Publikum. Also man wird nicht so angehimmelt oder ist irgendwas. Gibt es alle Fans, Fanclubs? Von euch? Nein, noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja. Auf dominikblanger.com findet man als Vorbild von dir, glaube ich, auch den Reinhard May. Wieso? Also Vorbild ist, ich habe keine Vorbilder irgendwie. Also, oder bist du selber ein Vorbild? Nein, ich weiß es nicht. Das Vorbild ist irgendwie so etwas Vorgegebenes und etwas, auf dem man hinauf sieht. Ein Vorbild, also Reinhard May hat mich natürlich beeinflusst, auch musikalisch. Ich finde, Reinhard May hat sehr, sehr gute Lieder geschrieben und ich habe Reinhard May auch persönlich kennengelernt und er ist ein sehr, sehr lieber Mensch und wenn man seine Musik kennt und ihn persönlich kennt, dann gehört das zusammen. Wie sieht es aus mit Crosby, Still, Nash & Young? Ja, natürlich. Also gerne gehört immer? Ja, immer. Vom Einschlafen oder so? Ja, ich war auch mit 15 Jahren auf einem Konzert von Crosby, Still, Nash und ich bin sehr beeinflusst von der amerikanischen Folkmusik. Schon einmal selber drüben auch gewesen und zugesehen? In Kanada war ich, aber nicht auf Konzerte. Mhm. Schade eigentlich, oder? Schon, ja, ja. Du bist aber eigentlich in Südtirol sehr viel unterwegs. Das heißt, du bist in Südtirol schon sehr bekannt. Ja, schon. Ich mache in Südtirol einmal im Jahr eine ausgedehnte Tour mit 12, 13 Konzerten. Durch ganz Südtirol und die Konzerte sind immer wirklich sehr gut besucht von 200 bis 300 Leuten pro Abend und das geht halt einmal im Monat in Südtirol, da spielt man halt alles ab und dann... Wenn du sagst, man spielt alles ab, liegt es dir dann eher bei einem kleineren Publikum eine Veranstaltung zu geben oder sagst du spielst für 5.000, 6.000 Menschen schon auch oder macht dir das dann ein bisschen Angst vielleicht? Ich hatte das nicht so oft, also ich bin jetzt zum fünften Mal schon aufgetreten, meine Songs an einem Sommerabend in Deutschland, das sind pro Abend schon bei den 5000 Menschen im Publikum. Es ist von der Anspannung her dasselbe, ob man eigentlich vor 100 Leuten spielt oder vor 5000. Wie sieht deine Begleitung das? Ja. Eigentlich ähnlich. Also wenn man dann das Ende nicht mehr sieht, wo die Leute stehen. Ist ja, wobei ich finde, die Songs an einem Sommerabend sind speziell, weil man halt ein Riesenpublikum hat, aber ein Publikum, das sehr aufmerksam ist, weil das einfach speziell auch für ein Liedermacher-Publikum ist oder halt Leute, die wirklich zuhören wollen, auch den Text verstehen wollen. Also ich habe am Donauinselfest mit einer Band zum Beispiel auch gespielt und da waren 2000 Leute und da war ich sicher weniger aufgeregt, als wenn ich vor 100, 150 Leuten mit dem Dominik zusammenspiele. Ja, weil die Leute einfach wirklich ruhig sitzen und genau zuhören und man merkt, dass die Aufmerksamkeit ganz auf, also natürlich vor allem auf den Dominik, aber halt auf uns beide gerichtet ist. Und auf großen Festivals ist es oft so, dass die Leute sich unterhalten und tanzen und ein Bier trinken, was auch sehr schön ist. Aber da ist das ein Teil davon. Die Musik ist ein Teil und das macht Spaß, aber man ist, also ich persönlich war da weniger nervös, weil ich einfach weiß, ich bin ein Teil von dem Ganzen, das ist schön, aber es sind nicht 2000 Leute wirklich vollkommen fokussiert auf die Bühne und was da passiert. Wenn die Vanessa May neben dir stünde und mit dir spielen würde, was würdest du sie fragen? Und was würdest du sagen? Madel, war das wirklich notwendig, du kannst ja was. Nein, ich glaube, ihr könnt beide gleich viel, oder? Boah, das möchte ich nicht sagen, sie ist eine fantastische Geigerin. Also ich meine Klassikzeiten, wo ich so viel geübt habe, wie sie vermutlich, sind lang vorbei. Also sie ist, ja, ich weiß nicht, ich würde vielleicht mit ihr über die Rolle der Frau in der Musik diskutieren. Das ist ja recht interessant, Jean Best zum Beispiel da zu diskutieren oder Janis Joplin, die ja viel zu früh gegangen ist. Da gibt es einiges, was man noch im, was war das, der Club 27 aufarbeiten müsste. Ne? Ja. Aber über den, man darf sagen, du bist ja mindestens 28, oder? Knapp, ja, gerade drüber. Das darf man nicht anders sagen. Aber ihr habt noch einen Titel mit dem Gepäck mitgebracht, weil ihr fahrt ja da wieder nach Südtirol, nicht? Den, was wir jetzt ansprechen, du, spielen wir nicht, noch nicht. Das ist sowas. Gibt es sowas, wo du das Lied ehrlich nicht auf der Bühne, sondern auch privat zu Hause spielen kannst? Schlaf, mein Kind, gibt es sowas bei euch? Ja, schon. Ne? Ein Schlafliedl. Ein Schlafliedl, ja. Ich habe
ein Schlaflied schon seit Jahren im Programm, ein Südtiroler Dialektlied von Ernst Thoma und Louis-Stefan Stecher. Und das ist mittlerweile auch ein Hit von mir geworden. Also das Publikum von mir verlangt, dass ich dieses Lied schreibe. Und ich habe mir gedacht, jetzt schreibe ich ein eigenes Schlaflied. Mhm. Weil immer nur die Hits von anderen spielen, ist halt da ein bisschen. So dann themenmäßig, glaube ich, merkt man das schon dann, wenn man selber mal ein Schlaflied geschrieben hat. Jetzt müsst ihr es euch aussuchen. Entweder irgendwer ist irgendwer oder das Schlaf, mein Kind. Das entscheidet ihr, oder? Oder irgendwo ist irgendwer. Ihr seid die Gäste. Wie ihr es wollt. Also es ist immer irgendwo irgendwer, oder? Meistens. Irgendwo ist allem irgendwer. Ja, so wie zum Beispiel gestern eine Dokumentation über die Yetis gesehen, also die sind auch vielleicht irgendwo, ja. Irgendwann, irgendwie. Irgendwo, genau. Irgendwo wieder. Irgendwo. Mag sein. Kann man dann zum Beispiel auch nachlesen auf dominikplanger.com. Ja, das war übrigens kein Wiener Lied. Nein, war kein Wiener Lied. Woher kommt das? Das ist ein Lied von Gillian Welch, eine amerikanische Country-Sängerin, Folk-Country-Sängerin.
großartige Musikerin und ich habe dieses Lied, heißt Dear Someone im Original, und ich habe es ins Deutsche übersetzt oder frei übersetzt ins Deutsche. Und die Harmonien von Gideon Welch sind sehr, sehr nahe dem Wiener Lied. Mhm. Leicht, oder halt, man könnte es schnell irgendwie auch so adaptieren, oder? Aus der Situation und aus dem Album Transatlantisch Dominik Planger. Also als Südtiroler ist das, klingt das von mir schon alles, was Geige und Akkordeon ist, nach Wien.